Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Minecraft Techtopia. Ja, ich muss mal eben kurz was ablegen hier. Ich habe wieder ein paar Emeralds ertradet. Und ich habe sogar eine ganze Menge Emeralds ertradet. Und wir haben einen Haufen Eisenwechsel. Also der soll mal lieber Hacken machen. Hacken sind besser. Huch, Diamantstiefel, den lassen wir erstmal drin. Können wir auch erstmal alles drin lassen. Eine Spitzhacke, ja. Was auch immer der Butcher mit dem Huhn im Lager macht. Ich habe keine Ahnung. So, ich gucke mal eben, aber ich glaube, ich hatte gerade eben erst mit ihm getradet. Tropen haben wir noch nicht, haben wir auch nicht. Und der Flötenpflanzen geht mir auch gerade tierisch auf den Senkel. Den Kürbis brauchst du nicht antrellern, dem ist das egal. So, ich muss mal ganz kurz in den Keller Erde holen. Achso, hier, guck mal, ne? Ich würde sagen, wir können bald der Taverne in Betrieb nehmen. Hab ein bisschen mehr getradet. Ja, die waren fleißig, meine Leute. Die haben haufenweise Wolle und so ein Gedönsens. Eisenschwert hat er letztens gekauft. Aber ich muss erstmal hier ganz kurz. Ich habe hier zwei. Upsala. Zwei Skelette, ein Zombie und ein Creeper. Ich wusste nicht, wo ich zuerst hinschlagen, hauen, schießen sollte. Zumal der Creeper sich auch angeschlichen hat. Ich es wieder mal versäumt habe, um auf die Minimap zu gucken. Dann können wir erstmal hier das eine. Bin zwischendurch auch mal ganz kurz aus Dummheit. Kurz mal gestorben. Und dabei war ich schon wieder fast Level 30, aber naja. So, was wollte ich jetzt? Achso, die Erde erstmal wieder wegklatschen. Dann gucken wir mal, was wir hier an Holz noch haben. Fichtenholz. Mal Fichtenholz nehmen. Können wir nehmen mal Fichtenholz, genau. So, nämlich. Wir brauchen ein paar Sticks. Würde ich sagen, wir brauchen davon noch was. Und den machen wir. Dann machen wir dann so und so und so. Ey, das ist ja wie, ne? Schützen, weiß ich jetzt zwar nicht, ob wir die aktuell gerade alle verbauen können, aber jetzt habe ich wieder vergessen, ich brauche ja noch mehr Sticks. So, wir wollen ja noch Folgendes machen. Quatsch, was mache ich denn? So. Na, das sollte erstmal reichen. Dann wollten wir noch. Nee, das wollten wir nicht. 3, 4. So. Und Trapdoors waren so. Ja. Wir werden sie erstmal bloß in groben Zügen dekorieren. Und zwar hatte ich mir so gedacht, hier in die Ecke. Hier müssen wir noch ein bisschen. Moment. Muss ich gleich nochmal Eichenholz holen. Da muss nämlich ein Holzstämmchen noch rein. Hier soll der Tresen hin. Hab ich mir so gedacht. In meinem jugendlichen Leichtsinn. So, wir machen mal ganz kurz so. Dann machen wir ganz kurz so. So und so. Und uns fehlen genau noch zwei.
Nee. Der kann da auch wieder weg. Dann fehlen uns noch genau zwei Trapdoors. Wieder vor, aber vielleicht komme ich, kann ich hier auch Fässer hinmachen. Dazu muss ich aber erstmal, brauche ich erstmal Farbstoff und bunte Lehm und so. Wir machen mal. Wollen wir das so machen? Ja, so können wir das machen. Denn hatte ich Druckplatten. Da. Das Einzige, was mich so ein bisschen stört, ist in der Mitte da dieses, nein. Dieses Löchlein oder dieser Schlitz, der da drin ist. Nein, auch nicht. So, hier ist nur für schlanke Menschen. So, und das Gleiche machen wir hier nochmal. Machen wir hier nochmal. Ja, ne? Zack, zack. Zack. So. Und den können wir hier noch einen hinstellen. Wie gesagt, ich muss noch ein bisschen Platz für Deko und so lassen. Immer mehr Geräusche da oben. Okay, mir fehlen aktuell noch Stühle. Ja, gut. Aber wir haben erstmal ein paar Sitzgelegenheiten. Ich brauche Eichenholz. Wir gehen aber erstmal auch pennen. Ich habe keine Lust, hier wieder Villager zu verlieren. Moment. Zack. Ich bin zu faul, wenn die Tür unten so zu machen. Dass mir da kein Gör reinfällt. So. Jetzt geht das ganz gewaltig weiter. Hier ist nämlich diese lustige Deko-Bench, die habe ich aus Versehen auch schon mal ausprobiert. Wollte ich eigentlich gar nicht. Und zwar, man geht dorthin und man braucht erstmal blau-rot-grüne Farbstoffe. Die muss man hier rein tun. Du kommst sonst klar. Sehr schön. Ja, wie kriegt man die nun? Dazu braucht man bunten Lehm. Der wird aber leider im Crafting-Menü so nicht angezeigt. Hier ist zum Beispiel einer. Blauer Crafting-Lehm. So, da können wir auch mal, dann gehen wir einfach mal bei Dings Add Deko ein. Und dann haben wir hier blauen Crafting-Lehm, roten Crafting-Lehm und grünen Crafting-Lehm. So, dazu braucht man einmal Rosenrot, Sand, Erde bzw. Lapis, Sand und Erde bzw. Kaktusgrün. So, der Manni hat sich mal auf die Reise gemacht, weil ich wollte unbedingt diese Deko-Bank haben, weil da unheimlich viele tolle Sachen man da draus machen kann. Ja, hier, ich war mal ganz weit weg und so. Und da habe ich mir unter anderem Kakteen geholt. Jawohl. Die hatte ich erst hier stehen, eine, bis mir dann aufgefallen ist, dass meine Dorfbewohner da ständig gegenrennen. Deswegen habe ich die jetzt da unten hingetan. Die sind allerdings noch nicht gewachsen. Wieder. Ich hatte auch bloß eine einzige Kaktee gefunden und ich Dussel habe die unten, also den untersten Teil zuerst abgebaut, dann sind die oben weg gewesen und waren dann auch weg. Und es kam bloß einmal Kaktus raus. Ist jetzt nicht so produktiv gewesen. Oh, man hat, er hatte doch gerade Eisenerz oder sowas in der Hand, ne? Gut, Tropenholz kommt in die Kiste, Eisen ist auch da, Redstone kommt in die Kiste. Eisen können wir da drin lassen, das lassen wir für unsere Voids hier. Hier ist nix, da ist nix, da ist nix und da ist ein bisschen was. Und zwar nehmen wir mal kurz das da mit. So, dit kommt dazu. Dit kommt auch dazu.
Tropenholz habe ich immerhin schon ganze 8 jetzt mittlerweile. Aber ich habe die dumme Befürchtung, dass die Setzlinge nicht einpflanzen. Oder hatte ich das irgendwo deaktiviert, dass sie das nicht machen sollen? Ich muss mich mal meinen Lumberjacks umgucken hier. Hier sind auch keine neuen. Hier sind auch keine neuen gespawnt, also. Aber hier hinten. Doch, der setzt die tatsächlich ein. Und der hat die tatsächlich auch. Ah, das ist wunderbar. Dark Oak. Ja, ja, hier bin ich auch mal ein bisschen eskaliert wieder, ne? Also hier ist jetzt richtig Platz. Hier ist richtig ordentlich Platz. Momentan sind hier leider noch, ist noch die Anpflanzwiese für die Tropenbäume. Ich hatte mir auch eine Akazie mitgebracht, aber die interessiert sie scheinbar nicht. Und dann hatte ich mir auch Schwarzeichensetzlinge mitgebracht. Aber die wollen irgendwie nicht. Oder muss ich die als Viererpack? Wisst ihr das zufällig? Minecraft-Version 1.12.2 Schwarzeiche. Muss man die als Viererblock setzen? Vielleicht, eventuell. Ich weiß es nicht. So, wir gehen mal ganz kurz beim Merchant gucken. Ob wir zufällig noch mehr Kohle machen können. Nicht wundern, dass ich die Schaufel in der Offhand habe. Die soll bei Gelegenheit, wenn ich Punkte verdiene. Ah, leider nicht. Ah, auch nicht. Davon haben wir eine ganze Menge. Haben wir nicht. Haben wir auch nicht. So, Moment. Bleiben Sie mal stehen, junger Mann. Nee. 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 Okay, ach da. 1, 2. Na komm, 3 hier, der kann neue machen. Wo ist Mr. Merchant? Mr. Merchandise. Bleib's hier. Nicht wegverrennen. Bleib doch mal stehen, Mensch. Zack. Zack. Und wo ist die dritte da? Zack. So, das heißt, wir haben 18 zusätzliche Emeralds. Das ist sehr gut. Reicht aber noch nicht. Also zumindest nicht für das, was ich vorhabe. Mir will nämlich die Baracke, also die Kaserne quasi kaufen. Und dazu braucht man ein bisschen mehr. So, das reicht auf jeden Fall erstmal für die Taverne. Das gehen wir jetzt auch käuflich erwerben. So, Itemframe ist dran. Also der Bilderrahmen. Ich habe mir auf Deutsch eingestellt, entschuldigen Sie. 10 Smaragdblöcke. Und wir haben die Taverne. Und ich möchte gar nicht wissen. Das sind immer noch 10. Die Schule kostet jetzt 7 Blöcke und 7 Emeralds. Das ist ja richtig teuer geworden, ne? What the fuck? So, Freunde der Tada! Na, sehr schön. So, wir wollen mal sehen, ob die heute Abend alle zusammensitzen da. Ich glaube, ich brauche noch einen Notenblock oder sowas. War mir irgendwie so. Ich noch mal im Wiki nachgucken. Dass der Flöten-Heini da auch spielen kann. Können wir denn schon Noten? Einen Notenblock. Dazu brauchen wir. Das ist ja einfach. Also, das ist ja nur. Also. Autsch. Ich sollte hier eine Fallbremse aus Wasser hinmachen. Wäre wahrscheinlich gar nicht mal so verkehrt. So, genau. Was wollte ich denn jetzt machen? Jetzt habe ich das schon wieder vergessen. War ganz kurz gerade abgelenkt. Wir schmeißen erstmal den Krempel hier weg. Dit. Ein paar Stühle wollte ich machen, genau. Holz haben wir noch. So. Ups.
Okay, ist jetzt zwar Eichenholz, aber das ist ja auch Wurst. Sticks. 1, 2, 3, 4. 4 Stück müssten wir brauchen. 4 Stück. Und ja, dann wollte ich, wie gesagt, eigentlich mit der Deko-Bench noch ein bisschen was machen. Problem ist nur, da müssen wir warten, bis mein grüner Farbstoff, Cheese. Rot und blau und so, das ist ja kein Problem, das kriegen wir ja immer wieder. Müsste echt mal wieder ein bisschen Knochenmehl farmen gehen, dass ich hier so die Wachstum, das Wachstum so ein bisschen beschleunigen kann. Müssen wir mal gucken, was hier habe. Was haben wir jetzt da oben aktuell drin? Wir haben 0 grün, 6 rot. Ne, 6 rot ist auch nicht viel. Habe ich Knochen aktuell? Nein, habe ich nicht. Redstone habe ich aber im Inventar. Das kann da wieder rein. Keine Knochen. 5 Knochen. Kann man bestimmt. Kann man bestimmt. Ja, genau das wollte ich nicht. Nein, kann man nicht. Ist doch nicht wahr. Schade. Weiß. Was macht? Achso, wenn ich das jetzt da wieder reinschieb, dann ist das ja kein Kalb mehr. Also kein grünes mehr. Das muss ja wieder unser Dingsbums machen. So, die gehen jetzt alle in die Taverne. Das ist sehr schön. So, der hat jetzt natürlich. Dann ist doch mal hier ist ordentlich Party angesagt, ne? So. Sehr schön, sehr schön. Das gefällt uns. Ja, dann würde ich sagen, haben wir wieder ein Projekt erfolgreich. Was? Was auch immer das für ein komisches Spiel war. Was wollte ich noch? Hatten wir nicht auch eigentlich auch irgendwo Karotten? Nee, war so. Ich frage für einen Freund. Hier sind Kartoffeln. Noch Kartoffeln. Ich hatte doch mal ein Feld, wo nur Karotten drauf waren. Nur noch eins anlegen. Oder waren die hier mit drauf? Hier ist alles rote Beete. Jetzt schlicht's ja 13 oder 14. Sind hier noch ein bisschen. Ne? Au. Die haben sie wohl auch. So haben wir nicht gewertet, mein Freund. So, ich muss mal gucken, irgendwo spawnen hier immer noch irgendwelche komischen Viecher. Also scheinbar hier drin irgendwo. Aber wo kommen die dann raus? Hier können sie doch eigentlich nicht rauskommen.
Hier können die doch eigentlich nicht hinaus. Oder als Eisen. Können wir mal. Du, ich weiß, du brauchst auch noch jemanden, der dich unterstützt hier in deinen Taten. So, ich wollte noch was gucken. Was kostet denn bei dir? Das ist der Guardpost. Oh, ey, was? Da muss ich auch noch mal ordentlich zu lang. So, nichtsdestotrotzdem, die müssten jetzt hoffentlich trotzdem gleich pennen gehen. Hier muss auch noch irgendwas sein. Oder sind die bei mir unten im Keller gespawnt schon wieder? Nö, hier ist keiner. Ah, hier hinter muss irgendwie noch was. Müssen wir mal noch nachforschen, wenn wir den Keller größer bauen. Irgendwo da unten hocken noch welche. So, wir gehen noch mal ganz kurz ins Lager. Du bist ja auch nicht mehr ganz gesund, oder was? Ein Hex. Noch eine Axt. Lassen wir den aber mal. Zweimal gebratenes Huhn und zweimal Tropenholz nehme ich doch glatt mit. Eisenschuhe. Können wir erstmal drin lassen. Huch, nein. So viel goldene Äpfel. Blauer goldener Apfel? Was ist da denn jetzt schon wieder unter, der Unterschied? Ist ja verzaubert, oder was? Eisenhacke. Ich muss sagen, die Produktion geht ja schon mal ganz gut voran. So, das kommt da mit rein. Das kann da rein. So, wir haben schon wieder einen Stack weiße Wolle. Ne, das ist mein Weizen. So, hier fehlen noch zwei, dann haben wir das. Und da fehlen noch drei, dann haben wir das auch. So, ich gehe mal kurz in den Inter. Ne, wir machen erstmal was anderes. Wir machen mal kurz Folgendes. Autsch. Danke dafür. So, damit unsere Kollegin Schmied nicht langweilig wird, bauen wir das mal kurz eben ab. Gucken wir mal, ob hier noch weiteres Zeug gibt. Okay, hier gibt es nichts weiter außer Kohlen. Wir leuchten hier mal aus, dass hier nichts weiter drin spawnt. Und dann passt das auch. So. Hallo Hexerin. Redstone und Glowstone. Dust. So. Genau. In den Keller. Jetzt müssen wir. Ne, feiert immer noch in der Taverne. Der hat kein Haus oder was? Hä? Wir haben noch aber noch Betten frei. Irgendwie, irgendwo, irgendwann.
Na gut, wir müssen auch noch ein neues Häuschen bauen. Nützt ja nichts. Brauchen wir sowieso. Wie weit wir hier latschen müssen. Und der ist auch schon wieder. Ja, machen wir mal Folgendes. Wir gehen mal wieder den da hinten weitermachen. Das machen wir gleich. Haben wir Platz im Inventar? Haben wir. Dann würde ich sagen. So ein bisschen, so, zack. Wo ist? Und so. Huch. So geht das nicht. Weiter hinter. So, jetzt aber nun. So, Anna hat einen sehr kurzen Arbeitsweg im Vergleich zu den anderen jetzt. Naja, gut, sehr kurz ist auch übertrieben. Dann können wir jetzt nach oben gehen und pennen gehen, würde ich sagen. Beziehungsweise mit pennen ist auch schon wieder vorbei. Wird schon wieder morgen. Der hat immer noch kein Bett gefunden. Na gut. Schade, aber nicht zu ändern. Ja, Freunde. Taverne ist funktioniert erstmal. Fertig ist er noch lange nicht. Aber sie funktioniert erstmal. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. So denn ihr denn wollt. Bis dahin vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss.